Weiter geht's mit den nächsten Advanced Nates im Rahmen von Setup und es geht um Executes auf Train. Wir besprechen sowohl einen speziellen Execute auf den A-Spot als auch auf den B-Spot. Beide Executes bewegen sich meiner Meinung nach in der aktuellen Meta auf Train, vor allem der B-Go dürfte den meisten so noch nicht wirklich klar sein. Beginnen wir aber mit dem A-Execute. Die 5-6-Smoke zwischen den Zügen kennt ihr ja bereits aus dem Basic-T-Video. Diese gehört ebenfalls zu diesem Execute, um euch den Laufweg zum Spot zu ermöglichen. Das Problem auf Train sind dann die verschiedenen Winkel ab dem E-Kasten. Hierfür nutzen wir die rechte und linke Spot-Smoke. Für die rechte Smoke stellt ihr euch hier auf. Bei 64 Tick zielt ihr auf diese obere linke Ecke, bei 128 Tick auf die untere linke Ecke der Kiste und macht einen Jump Throw. Das Jump Throw-Script findet ihr wie immer in der Beschreibung. Für die linke Smoke müsst ihr das Textfeld auf dem Karton finden und diese Ecke davon anpeilen. Dann zielt ihr auf diese Ecke des Balkens und macht einen Linksklick. Der Spieler, der die rechte Smoke geworfen hat, kann nun diese Flashes werfen, um den Go zu unterstützen. Problematisch könnte jetzt ein CT im Sandwich werden. Der ist aber einfach wegzumollern. Stellt euch hierfür so vor den blauen Zug, dass ihr vom MTW nicht gesehen werden könnt und zielt auf Höhe des Ventils auf die Wand. Jetzt ein Linksklick ohne zu laufen und der Molly breitet sich im Sandwich aus. Achtet darauf, dass der Großteil der Spieler erst zum Spot läuft und der vierte oder fünfte Spieler über Olof Richtung MTW. So habt ihr spät einen Flank und die Spieler vorher lenken gut für diesen Laufweg ab. Mit Flashes über die 5 Richtung Stopper könnt ihr euren Laufweg zum Spot super supporten. Kommen wir zum B-Spot. Für diesen Go braucht ihr die Brownholz-Kontrolle. Wie ihr diese bekommt, habt ihr bereits im Basic-T-Video auf Train erfahren. Der Go baut auf einem Laufweg auf, der euch viel näher an den Connector bringt und benötigt 2 Smokes. Die erste geht direkt an den Connector. Stellt euch hierfür in diese kleine Ecke und zielt hier oben auf das Geländer. Nach einem Schleichstep lasst ihr die Smoke los. Übt die Smoke ein paar Mal, damit ihr das richtige Gefühl dafür bekommt, wann ihr die Smoke werfen müsst. Die zweite Smoke ist etwas einfacher. Diese fliegt tief zwischen 2 und 3. Ihr stellt euch so auf, dass das Kabel der Lampe hinter dem Zaun verschwindet und zielt auf die linke obere Ecke des Fensters. Jetzt einfach ein Linksklick. An der gleichen Position könnt ihr diesen Molotow werfen, um die Position hinter dem grauen Zug zu mollen. Kommen wir also zu den Laufwegen. Die ersten beiden Spieler laufen von der kleinen Rampe Richtung Connector. Die Smokes helfen, dass die Spieler sich auf die Positionen zwischen den Zügen konzentrieren können. Die nächsten beiden Spieler laufen den normalen Weg in Richtung Spot und checken vor allem die Kabeltrommel. Diese 2 Executes sind auf Train extrem wichtig und jetzt seid ihr nicht nur in der Lage, die Smokes zu werfen, sondern versteht auch die Laufwege zu diesen Executes. Danke euch fürs Zuschauen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Die nächsten Wochen wird es hier wieder etwas ruhiger, denn das Major steht vor der Tür und ich bin in Berlin. Also bis zum nächsten Mal, Leute, euer Hitschinski.